So, vom Circuit Board ist das Wichtelpaket angekommen. Machen wir mal auf. Der Kater ist auch schon ganz neugierig. Das Ganze ist mit einer Hand nicht ganz so einfach. Ta-ta-ta. Game Gear Spiel ist nur dabei als Bonus. Frohe Weihnachten, Smiley. Ein Store, 9 Pocket Pages for Gaming Trading Japanese Cards. Wie es passt. Dann Sonic the Hedgehog für den Game Gear. Sonic the Hedgehog Chaos für den Game Gear. Ololol. Ein SNES-Controller-Adapter für USB. Das ist ja geil. Oh, Verpackung. Weihnachtsschmuck? Nee. Stellfiguren Mario. Ein Goomba, ein Toad, ein Mario, ein Luigi, ein Pilz. Süßkram, yay! Oh, Süßkram ist immer super. Süßkram, Süßkram, Süßkram. Und ein Super Mario Bleistift mit Japanisch drauf. Ja, vielen Dank. Freut mich. War das erste Mal, dass ich gewichtelt habe und was gewichtelt bekommen habe. Toll, toll, toll. Danke. Ciao. Ja, Leute, herzlich willkommen zu meiner kleinen Weihnachtswichtel-Geschenk-Auspackaktion. Das Geschenk ist vor circa, ich weiß es nicht genau, also 10, 15 Minuten hier eingetroffen. Ich habe es mal direkt im Forum gepostet, dass es heute noch auf Heiligabend hier angekommen ist. Und ja, es steht also jetzt hier ungeöffnet noch auf meinem Küchentisch. Und ja, fangen wir mal an, das Ding auszupacken, würde ich sagen. Hier nochmal das Messer dazu und schieß mal los. So. Das ist ja keine. Ich hoffe, nicht so empfindliche Artikel drin. Oh, nee, geht. Shit. Ja. Ihr wisst ja, bei den guten Bürgern, da ist man ja nicht so zimperlich mit dem Geschenk auspacken. So. Zack. UPS. Haben wir hier noch? Ja. So. Das auch weg. Alles klar. So. Ja. Ho, ho, ho. Hallo lieber Wichtelpartner, ich musste ja schon ein wenig suchen, um das Richtige für dich zu finden. Aber zum Glück hast du dir ja zuletzt ein Game Gear gekauft, dazu ein wenig Zubehör und ein paar Spiele. Ich hoffe, du hast Spaß damit. Ich wünsche dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Liebe Grüße, dein Wichtelpartner. Ja, an dieser Stelle herzlichen Gruß zurück. Über Game Gear Spiele freue ich mich wirklich sehr, denn ich bin ja ein kleiner Game Gear Fan. Kolums! Aha, okay. Vielen Dank. Und was haben wir hier noch? Land of Illusion. Auch für den Game Gear, vielen Dank. Dann, was man natürlich immer zum Zocken braucht, die guten alten Lebkuchen. Das grenzt schon fast an Körperverletzung, mir sowas zuzuschicken, weil die ziehe ich mir sowieso alle hintereinander rein. Und dann noch ein ganz eingepacktes Geschenk. Was haben wir denn hier? Ey! Das ist ja der Game Gear TV-Tuner. Original verpackt. Wie geil ist das denn? Boah. Vielen, vielen Dank dafür. Er wird sich auf jeden Fall super in meiner Vitrine machen. Boah. Mit Karton, mit Anleitung. Hier, zieht euch das mal rein. Mit Kartönchen, mit Anleitung. Das wird dann natürlich auch drin sein. Guck mal, Leute. Wie geil ist das denn? Mega geil. Vielen, vielen Dank. Wirklich. Super. Schnell wieder möglichst gut einpacken. Das Problem ist auch, ich sehe nicht, was die Kamera gerade filmt. Ich stelle es einfach mal dahin. Ich pack das nachher schön ordentlich ein.
Ja, und das nächste, jetzt bin ich mal gespannt. Action Replay, das Mogelmodul. Ich hatte tatsächlich mal eins für den Amiga. Gibt's das auch für ein Game Gear? Mehr Energy, Levels, Power und Leben. Game Gear, tatsächlich. Super. Vielen, vielen Dank. Boah, guck mal, mit Anleitung. Und das Replay selber. Das ist ja richtig geil. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich schäme mich richtig, was ich rausgeschickt habe, wenn ich sowas auspacke. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch das erste Mal, dass ich bei dieser Weihnachtsaktion mitmache. Und vielen, vielen Dank an meinen Wichtelpartner, wer es auch immer ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall frohe Weihnachten, dir und deiner Familie. Viel Gesundheit fürs nächste Jahr. Der Karton ist wirklich leer. Viel Gesundheit fürs nächste Jahr. Und ich hoffe, wir schreiben uns nochmal im Forum. Bis dann. Tschüss. So, ich bin jetzt der Rampi und öffne eben mal schnell das Wichtelpaket. Frohe Weihnachten und ein Happy Wichtel wünscht dir dein Wichtel Mike aus dem Circuit Board. Liebe Grüße, Mike. Rittersport, dunkle Nougat-Creme, die Tetris-Tasse, die mir eigentlich noch fehlt. Danke. Hallo, willkommen beim Wichtelgeschenk auspacken. Dies ist mein Paket. Ich werde es jetzt auspacken. Dazu ziehe ich mir Handschuhe an. Wollen Sie auch offiziell machen? So. Ein Ace Combat T-Shirt. Ein Call of Duty T-Shirt, ein Painkiller für den PC, ja, ordentlich, und zuletzt in einem Gefriergürtel Hausschuhe. Okay, wunderbar, tschüss, bis dann. Guten Tag, hier ist der Columns Kitsch
Und heute geht's ums Wichteln. Ich hoffe, es ist ganz oft Columns im Paket. Und ich habe hier was bekommen. Einmal, das ist ergänzend. Ich schätze von Herrn Nixitubes. Da ist hoffentlich Columns drin. Hier so ein Umschlag, ja. Und dann habe ich hier noch was bekommen. Was richtig Großes, was glitzert. Ziemlich groß, ja. Von... Namen sage ich nicht und die Brille nehme ich jetzt ab. Sonst sehe ich nämlich nichts. So, habe den Karton aufgemacht, das Hauptwichtelgeschenk und es steht drin. Pick it up, pack it in. So, Herr Dr. Pixel Kitsch. Hier ist nun dein Wichtelzeug. Shirt sollte passen. Sieht nicht so breit aus. Hehehe. Das Game ist eines der ganz großartigen Repros, die ich gebaut habe. Also etwas recht Exklusives. Hab Spaß damit. Shirt ist vorgewaschen. Kannst du also direkt anziehen. Mit bastardigen Grüßen. El Bastardo. Ich hab's mir fast gedacht. Sehr cool. The fuck ist ja Weihnachten. Fußfest. Oi. Sehr gut. Ich guck mal rein. Guter Geschmack, der Herr Bastardo. Sehr cool. Da freue ich mich wirklich... Ich überlege gerade, ob ich mich mehr darüber mehr freue, als über das geile Shirt. Auf jeden Fall wirklich geile Wichtelgeschenke. Ich habe hier eine nixitubische Kettensäge. Nächstes Jahr schenkt mir vielleicht jemand einen Eimer Benzin oder das passende Spiel. Und ich danke an dieser Stelle ganz herzlich dafür, dass ich kein Columns gekriegt habe. Und herzlichen Dank an Nixitubes für die geile Kettensäge und an den Bastardo für das geile Shirt und das geile Repro-Spiel. Also oi oi Katzenstreu und frohe Weihnachten und so weiter. Und guten Rutsch ins neue Jahr. Hi und herzlich willkommen bei Let's Play Sam Games. Ah nee, halt stopp, falsches Video. Hi, ich bin der Raccoon vom Circuit Board. Ich habe beim Wichtel mitgemacht, genau wie die anderen auch. Und ich habe hier was Nettes von meinem Wichtelpartner geschenkt bekommen und bin mal gespannt, was es ist. Also, schauen wir mal rein. Bitte nicht wundern, ich bin was Unboxing-Videos anbelangt. Nicht so Profi. Gut, das Video, Musik ist, Musikanlage ist wieder zu Ende. Also, schauen wir mal rein. Bin ja gespannt. So, dann mal Packpapier. Was Nettes. Schön, schön, schön. So, das war's. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. So, da ja der Scorpius sagte, von wegen man soll das nicht bedächtig aufmachen, machen wir es wie die Hunnen in China. Ja, reichen wir es einfach auf. Nee, ne? Ha, cool! Hammer! Ich habe letztens erst mit meiner Frau darüber gesprochen, dass ich mir doch diese Kaffeetasse kaufen wollte. Eine Tetris-Tasse, die sich verändert, wenn sie heiß wird. Cool, danke. So, ich packe jetzt auch mal mein Wichtelgeschenk aus. Kam auf jeden Fall mit ein bisschen Mörderzeug und einer netten Karte dazu. Machen wir mal zuerst auf. Fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht dir und deiner Familie. Kein Name eingetragen, wenn jemand mitgedacht. Ja, danke schon mal für die Karte. So. Was machen wir als erstes auf? Drei Stück. Lass uns hier mal ein bisschen schneller machen. Sack, wie auch immer das war. Ach komm. Da mache ich echt einen Bierdeckel drauf. Ich
befürchte, ich weiß, was hier drin ist. Schade. Zweimal Callums wäre auch gut gewesen. Ja, ich hab den Wink eindeutig verstanden. Die hebe ich mir fürs nächste Wichteln auf. Ich glaube, das wird Tradition. Die werden dann immer weitergereicht. Machen wir das nächste große hier auf. Ich hoffe, ich bleibe hier unter den 2 Minuten. Das ist richtig geil. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Danke an meinen Wichtelpartner auf jeden Fall. Zugeklebt? Nein. Sehr geil. Ich bedanke mich auf jeden Fall und wünsche euch allen frohe Weihnachten. Ich gehe jetzt eine Runde zocken und trinke nur eine Runde Weihnachtsbier. So, herzlich willkommen, hier ist das Falkenhaus. Ich habe heute mein Wichtelgeschenk erhalten und ich mache es jetzt auf. So, schauen wir mal. Oh, da sehe ich schon was. Geil, kann ich gut gebrauchen. Für meinen Atari VCS. Oh, was Leckeres. Oh, nicht schlecht. Double Dragon. Meteor Defense, auch für Atari VCS. Ein Vectrex-Spiel? Ja, habe ich zwar nicht, aber es kann noch werden. Und, ach, der Poldi. Deutschland 2006. Und, Dark Chambers für Atari VCS. Oh mein Gott. Das ist noch nicht alles. Jetzt kommt das größte Geschenk. Oh, was ist das denn hier? Was denn? Ja, ich weiß es nicht. Ich muss das erstmal auch wahrscheinlich aufbauen. Und zu guter Letzt der Zettel. Ach, das ist wahrscheinlich ein Universal Console Rack für die PS2 oder für andere Konsolen. Nicht schlecht. Ja. Vielen Dank an meinen Wichtelpartner und ich wünsche euch noch frohe Weihnachten. So, meine Wichtelsachen sind auch da. Ich schaue mal kurz die Karte an. Hallo Firat, ich wünsche dir und natürlich auch deiner Familie frohe Weihnachten und besinnliche Feiertage. Viel Spaß mit den Geschenken und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Gruß René. René, ich bedanke mich schon mal im Voraus. Das ist sehr nett. Na, das ist doch mal... Das nenne ich doch mal ein Weihnachtsgeschenk hier. Ein Flensburger. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Ja, wie geil ist das denn? Ein Tetris Mini Jigsaw Puzzle. Coole Sache. Vielen Dank. Das kommt ja wie gerufen, ey. Das ist ja genial. Das kommt wie gerufen. Eine Dose Pringles. Denn mir sind gerade die Chips ausgegangen und
dann passt das natürlich wunderbar. René, ich danke dir. Vielen Dank und frohe Weihnachten. Bei mir gab es einen Karton mit Weihnachtsmalaufklebern und einem wunderschönen Paketband, auf dem Merry Christmas draufsteht. Und drin in diesem Paket war erstmal eine Tüte Einbandfäßchen, die wurde schon geöffnet, ein Weihnachtsmann und eine Super Mario Galaxy Tasse. Collect them all steht drauf. Ich denke mal trotzdem, dass ich sie nicht sammeln, sondern benutzen werde. Und zu guter Letzt noch eine Karte. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünscht. Ja, Pfeffer ist unbekannt. Aber vielen Dank für dieses Lichtgeschenk. Hallo, Sie befinden sich in meiner Nase. Nein. Es geht um ein Wichtelgeschenk. Es ist angekommen. Und ohne dass ich es wusste, habe ich schon mal aufgemacht. Weil es sah von draußen nicht so aus, als wäre es ein Wichtelgeschenk. Deswegen ist schon mal die oberste Schicht sozusagen angeknackst. So. Ich geselle mich mal zu dem Paket aufs Sofa. Soweit ist es geöffnet. Irgendwas Grünes war drin und ich weiß, dass meine Familie mir nichts schicken würde, also habe ich mal spontan angenommen, dass es aus dem Circuitboard kommt. Schauen wir mal rein. Oh. Sehr zuvorkommend, Füllmaterial kann man immer gebrauchen, wenn man Sachen verschickt. Weiter geht's. Ein dicker, schwerer, grüner Klotz. Okay. Und ein kleiner, nicht so schwerer grüner Klotz. Und ein Kärtchen. Wunderbar. Lieber Jens, du wunderschöner junger Mann, wie du mir jeden Tag eine Freude... Nein, halt. Hallo, lieber Jens. Ich hoffe, ich kann dir eine kleine Freude machen und wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Von Necro. Cool. Ha, bin ich jetzt doppelt gespannt. Ich mache erstmal das Kleine auf und dann das Große. Oh, Merchandise. Der Dreier. Ich schätze mal, sind Süßigkeiten drin. Jep, Traumzucker. Cool, danke. Und jetzt den großen Klotzo. Trommelwirbel. Die Spannung steigt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Da ist ein weißes Paket drin. Immer noch spannend. Wo geht denn das auf? Oben. Wow, riesig. Eine Tasse. Pac-Man.
cool. Kann ich sehr gut gebrauchen, weil ich bin Kaffeefanatiker. Und so eine kleine popelige Tasse hat mir nie ausgereicht. Und wenn ich das mal korrekt abschätze, geht hier fast ein Liter rein. Astrein. Wunderbar. Vielen Dank. So, hallo liebe Circuitboard-User. Hier ist der Jogcon und mein Wichtelgeschenk ist heute angekommen. Und jetzt wird mal geschaut, was da drin war. Mal öffnen. Ich bin da ganz brutal. Genau, nichts. Was haben wir da? Ah, das ist ja richtig geil. Ein selbstgemachter Super Game Boy. Und damit kann ich auch schon mal ansatzweise ahnen, wer mir das gewichtelt hat. Super, da freue ich mich richtig drüber. Spitze. Richtig geil. Und eine Pac-Man Ghost Mark. Auch cool. Habe ich nämlich auch noch nicht. Ich habe schon eine Heatshave Mark. Auch mit Pac-Man Motiven. Diese allerdings nicht. Finde ich klasse. Ja, recht herzlichen Dank an meinen mir unbekannten Wichtel. Hat sich leider nicht zu erkennen gegeben. Mal schauen, wie sich das nachher auflöst. Vielen Dank. So, das hier ist das Wichtelpaket. Dann werden wir das jetzt mal öffnen. Kannst du das mal aufmachen, Hanna? Da ist Papier. Guck mal weiter, was da noch drin ist. Kann ich. Aha. Zeig mal. Einmal für NES. Aha, kenne ich nicht, habe ich noch nicht. Kann man so machen? Das kann man nur machen. Und ein Game Boy Color. Das ist dann eins kaputt. Und ein Schlüsselanhänger. Ja, vielen Dank an meinen Wichtel. Jo, frohe Weihnachten an alle. Sagst du auch nochmal frohe Weihnachten? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Hallo, liebes Circuitboard. Heute mache ich mal mein Wichtelgeschenk auf. Mal gucken, was drin ist. Frohe Weihnachten, Nassat Enkelt, Kuppelsburg. Gucken. Na, erzählt nicht die Schachtel. Jetzt bin ich gespannt. Ha! Schön. Ein Ü-Ei. Ein Topfuntersetzer. Auf welchen noch nicht so ganz erkennen kann, zu was da gehört. Danke, danke, danke. Nappo! Noch mehr Nappos? Und jetzt das Geschenk. Ja, geil. Der nächste Sommer kommt bestimmt. Cool. Geile Sache. Ja, vielen lieben Dank, Kong. Und natürlich auch allen anderen vom Circuitboard-Team. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Sogar dem Laschek. Oder vielleicht auch besonders dem. Ist klar. Vielen lieben Dank. Thank you.
So, hallo, hier ist Nixi und ich habe auch mein Wichtelgeschenk gekriegt und das schon vor ein paar Tagen von einer sehr bekannten, mir bekannten Adresse. So wie es aussieht, bin ich von Pixelkitsch bewichtelt worden und bin sehr gespannt, was ich kriege.
Flasche mal aufgemacht. Und das hier sieht ziemlich verdächtig aus, auch schön bemalt. Und es wurde mal wieder Schabernack getrieben mit meinem Nickname. Hier heiße ich nämlich nicht Nixitube, sondern Hixiboos. Ja, Prost. Da wird wohl eine Anspielung gemacht auf meine verneinende Lebensweise. Hixiboos Drug Abuse. Oder so ähnlich. Mal gucken, was ich hier Schönes bekommen habe. Oh, romantisch. Für mehr Herzlichkeit im Circuitboard. Ein frohes Fest wünscht dein Wichtel Mr. XXX. Mhm. Ja, zum Ankleben. Schick. So. Dann wollen wir mal gucken, was sich hier verbirgt. Das hat eine ziemlich verräterische Form, finde ich. Fühlt sich an wie ein NES-Modul. Ja, okay. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das ist. Oh, Burger Time. Das ist sehr schön. Das ist toll. Das, das suche ich schon etwas länger. Und besten Dank. Das freut mich sehr. Dann wünsche ich euch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dass das Circuitboard weiter so ein netter Ort bleibt. Mit so netten Leuten. Macht's gut. Tschüss. 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 Wo ist er? Hier. Und ich habe gerade mein Wichtelgeschenk erhalten und da wir ein Video dazu machen sollten, packe ich das einfach mal aus. Schade um die schöne Verpackung. Oh, Moment. Ja, das ist nochmal eingepackt. Boah, ein Mario aus Bügelperlen, das finde ich super. Ich lese einfach mal vor, was auf der Karte steht. Lieber Rico,
Hier kommt ein Wichtelgeschenk aus dem Zirkelport. Mit dem wenigen, was ich über dich herausfinden konnte, hoffe ich dennoch, dir eine Freude machen zu können. Da du ja selbst zu schreiben scheinst, dachte ich, das Buch mit den guten Texten wäre was für dich. Ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute erstmal. Bis bald. Liebe Grüße von deinem Wichtel. Okay. Sehr schönes Geschenk dafür übrigens. Das Buch Ladezeit. Ich habe noch nichts drüber gehört, ehrlich gesagt. Aber auf Anhieb sieht es ganz schlecht aus. Vielen Dank. Circuit Board. Ja, wir machen jetzt hier das Wichteln wieder mal und ich habe meins bekommen, sogar in Geschenkpapier eingepackt mit Schleife drum. Es ist sogar ziemlich heil angekommen, bis auf diese kleine Läsion hier. Aber ja, das werde ich jetzt mal aufmachen und mal gucken, was mir mein Wichtel so beschert. So, wie ihr seht, auf dem altbekannten Snippet-Sofa mache ich den Kasten jetzt mal auf. Eine Karte. Wünsche dir alles Gute zu Weihnachten und hoffentlich auch Freude mit deinem Wichtelgeschenk. Kein Absender. Die Schrift kenne ich auch nicht. Mal sehen, vielleicht finde ich es ja so noch raus. Ja, yeah, eine super coole Mario Umhängetasche. Sehr flauschig, glaube ich. Und was mag das sein? Ice Cube. Ah, Tetris Blöcke. Da wird sich wohl meine bessere Hälfte auch sehr drüber freuen. Die wahrscheinlich es schaffen wird, in der Cola, im Cola-Glas, dann noch ein Tetris hinzulegen. Hervorragend. Ja, vielen Dank für das Wichtelgeschenk. So, ich wollte doch noch mal ganz kurz zeigen, wie mir diese wunderbare Tasche auch hervorragend steht. Also ich kann mit so durch die Gegend laufen oder so. Hervorragend. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen länger machen. Ich glaube, das ist für nicht so große Leute gedacht. Aber ich werde das schon herausfinden. Ja, also tschö. Taste. Hallo, hier ist der Marco und wir schauen jetzt mal, was im Circuit Board Wichtelgeschenk drin ist. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr von Olli, die Wutbürger. Pixel-Kitsch-Bild mit drin. Happy Birthday Jesus steht da drauf. Aufpacken. Oh, die Spannung steigt. Boah, Pac-Man Ice Cube Tray. Passend zu meiner Bar. Perfekt, danke. Mi, 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 mi. Ah, da steht ein Karton. Da ist sowas. Was ist da wohl drin? Sag mal, du mit der Mütze. Ja. Hast du den da etwa hingestellt? Ich? Um Gottes Willen, nein. Wer denn dann? Ich glaube, das ist ein Geschenk aus dem Circuit Board. Echt? Jo, da gab's sowas wie Wichteln. Coole Sache.
Jo. Ja, dann lass uns das doch mal auspacken. Ey, du, hinter der Kamera, du. Ich mit meinen kleinen Armen krieg das nicht auf. Mach mal das Ding aus und helf einfach mal mit, ja? Also, mach hin. So, der erste Teil ist schon mal geschafft. Coole Sache, guck mal, da steht ein Mario. Was sagst du dazu, Nikolaus? Jo, man. Ey, coole Sache. Ja, das ist aber doch was Goldenes. Ich glaube, das packen wir auch mal aus, ne? Ja, dann. Ey, du hinter der Kamera. Wieder mithelfen, komm. Guck mal da, Musik, juhu. Geile Sache, da kann man ja richtig abrocken. Hehe, dum dum dum, C64. Cool. Sid-Musik, immer gut. Hahaha. Geile Sache. Ey, hör mal, Nico, was hast du denn noch so mitgebracht? Ja, ein paar Kumpels von mir wollten auch noch mitmachen. Ja, dann lass uns mal zusammen singen. We wish you a Merry Christmas, we wish you. Oh nein, wenn der anfängt zu singen, machen wir mal lieber die Kamera aus. Ja, hast du eigentlich recht. Ja, vielen Dank an meinen Wichtelpartner und ja, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch. Tschüss. So, da sind wir wieder. Als allererstes sehe ich gerade eine wunderschöne Karte. Ein Herz für Nerds. Das passt ja sehr gut. Sogar mit einem netten Spruch. Lieber Red Skorpion, wir wünschen dir eine schöne Weihnachtszeit und hoffen, dass dir ein solches selbstgemachtes Schmuckstück noch in deiner Street Fighter Sammlung fehlt. Dein Wichtel und Helferlein. Das finde ich ja super klasse. Der Christian, der weiß, glaube ich, ganz genau, dass ich ein Street Fighter-Fan bin. Dementsprechend schauen wir einfach mal ganz gespannt hier rein, was da selbst gebasteltes drin ist. Schon mal Süßigkeiten. Das fängt ja schon mal gut an. Ich würde jetzt einfach mal tippen, das ist Blanka. Echt cool aus. Kommt auf meine Ablage, wo schon ganz viele andere Figuren stehen. Zusätzlich noch ganz viele schöne Süßigkeiten. Und so wie das aussieht, Kekse. Oder? Ja, Kekse. Super klasse. Dann Material. Ich hab mal was vergessen. Draußen. Gut, dann vielen Dank für dieses super coole Geschenk. Das Selbstgemachte ist sowieso immer einzigartig, dementsprechend kann keiner sagen, er hätte das auch. Und dementsprechend einem Circuit Board User schöne Weihnachten und
out.